Hallo und herzlich willkommen zur 154. Folge unseres Jagged Alliance 2 Let's Plays mit der 1.13 Community Mod. Ich bin der Palzi. Wir waren zuletzt in San Mona aktiv, haben da die Quests erledigt, sind jetzt auf dem Weg nach Cambria und jetzt ist die Entscheidung. Ich habe mir vorherige Folge nochmal angeguckt. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder wir ziehen mit beiden Trupps in den Sektor. Aber das wird nicht hinhauen. Der Trupp, der zu Fuß unterwegs ist, wir können das ja mal gerade testen, selbst wenn Igor dabei ist, braucht 1 Stunde und 7 Minuten. Das heißt, würde um 13:14 Uhr ankommen. Und wenn ich die vorherige Aufnahme richtig deute, dann werden die zwischen 13 Uhr und 13:15 Uhr hier sein. So, wenn es 13:15 Uhr ist, dann wäre der zweite Trupp auch da und wir könnten da in dem Waldsektor, Waldstraße, Verteidigungsposition aufbauen, was machbar ist. Aber ich hasse es, in diesem Sektor zu kämpfen. Ich würde lieber in dem kämpfen. Und wenn wir einen Trupp zusammenstellen und in den Truck setzen und Igor dabei ist, dann braucht der nur 27 Minuten pro Sektor, wäre also um 13:01 Uhr hier. Und ich meine, wenn sich der Trupp schon bewegt, dann müsste der Kampf hier stattfinden. Das heißt, wir müssen jetzt ein Team zusammenstellen, das in dem Sektor kämpft. So, wen wollen wir in dem Team haben? Das soll Team 1 werden. Das heißt, ich packe die mal alle gerade in Trupp 3 und um auf Nummer sicher zu gehen, nochmal schauen, wer müde ist. Die können auf dem Weg dahin pennen. Das heißt, es ist überhaupt kein Problem, Fox in Trupp 1 zu packen. Damit haben wir Scharfschütze und gleichzeitig eine Medizinerin. Und das heißt, wir brauchen Ira nicht. Ich packe die hier gerade mal in Trupp 4. Das heißt, Ira geht auf jeden Fall in Trupp 2 rein, um dort medizinische Dienste leisten zu können. So, dann weiter. Wir wollen gute Söldner haben, denn es wird ein 6 gegen 8 Kampf. Wenn ich auf jeden Fall dabei haben möchte, ist allein wegen der Kommunikationsstörung Iris. Das wären dann schon zwei Personen. Und Iris ist ja eigentlich nicht kampftauglich. Umso wichtiger ist es. Dann hatten wir gesagt, wegen der 54 Minuten muss Igor damit rein. Dann hätte ich gerne allein schon wegen der schweren Waffen den guten Grizzly noch dabei. Das sind dann schon vier. Und dann ist die Frage, wir brauchen noch einen Truppführer und dann noch einen Wolf oder Grunty ist der noch eine. Grunty leicht bessere Treffsicherheit. Wolf könnte aber ein bisschen Erfahrung durchaus brauchen. Oh, ich sehe gerade, der hat auch nur noch 5 Tage Vertrag. Wir haben aber 62.000. Die Ersparnis zu dem Zeitpunkt ist bei einem Wochenvertrag bei Wolf 2.250, denn das sind ja hier 11.000, nee, warte mal, 250 mal 7 sind 1.750, ja, 12.250, das heißt, das ist 2.250 und dementsprechend 4.500, sparen wir hier 6.500 und ich bin gewillt, ihm ob unseres Kontostandes tatsächlich die 2 Wochen den Job als anzubieten. erledigt.
Nächste, der ausläuft, ist Grunty. So, damit ist aber die Entscheidung gefallen. Du gehst in Trupp 1. So, und das heißt, wir brauchen dann da gleich nur noch einen Truppführer. Das heißt, Elio, Joey, Grunty, Dimitri, Hamus, Mad Dog. Dann alle in Trupp 2. Und dann, welchen Truppführer wollen wir mitschicken? Da wir jetzt keinen Techniker dabei haben, also jemanden mit soliden Öffnen von Türen und wir natürlich auch wissen wollen, was in der Farm los ist, nehme ich Palzi mit in Trupp 1 und Hitman geht dann in Trupp 2. Das heißt, zwar ein Scharfschützengewehr weniger, ist das jetzt wirklich eine gute Entscheidung? Nur um die Farm untersuchen zu können, denn ich habe jetzt auch schon überlegt, ob ich Trupp 2, nachdem sie den Sektor dann untersucht habe, hier lang schicke. Also auf der Achterlinie dann praktisch runter, um diese beiden Sektoren dann auch gleich noch aufdecken zu können. Der Trupp, der mit dem Truck unterwegs ist, kann dann bis hier den Truck da stehen lassen und dann auch rübergehen. Und wenn wir dann hier den Sektor angreifen, dann schicken wir vorher einen Trupp dahin, um den Truck wieder abzuholen und dann nach Süden. Und dann in einer Zangenbewegung angreifen. Wenn ich das mit dem Spotter, mit dem, oh, wie heißt die Fähigkeit von Ears? Funker, ne? Ja, Funker richtig verstehe, dann kann er, obwohl er in dem Trupp ist, hier in dem Sektor keinen Artillerieschlag anfordern, weil es ein angrenzender Sektor sein muss und kein benachbarter Sektor. Ich glaube, benachbarte Sektoren wären alle 8. Angrenzend sind aber nur die, die wirklich eine Kante haben. Und da haben wir ja keine Miliz stehen, sodass wir ohne Artillerieschlag operieren müssen. Aber ich möchte ihn trotzdem wegen der Kommunikationsstörung dabei haben. Wie ist da eigentlich der Batteriestand? Oh, immer noch perfekt. So, damit sind eigentlich die Einstellungen gemacht. Was wurde da zuletzt im Logbuch aktualisiert? Ach so, Wolfsvertrag, okay. Wer ist denn der Nächste, der ausläuft? Grunty. Sind auch nur noch 6 Tage. Wie sieht es hier aus? 850 mal 7 sind 5.950. Das wäre also nur eine Ersparnis von 450. 450 mal 2, das heißt 1.900 bei den 2 Wochen. Ist jetzt nicht so schlimm. Das ist halt. Aber warum sollten wir kurze Verlängerungen machen jetzt zu dem Zeitpunkt des Spiels? Wir haben das Geld. Das heißt, wir können unsere aktuellen Söldner definitiv erstmal langfristig an uns binden. Eine weise Entscheidung. Und dann als nächstes wäre Igor. 25 mal 7 sind 175, das heißt, es sind 175 abgezogen von 7000 sind 6825, das ist nur eine 325er Ersparnis. 325 mal 2 sind 650 plus 2 sind 2650 bei Igor. Aber auch die 11.000 haben wir. Komm. Ich bin hochzufrieden zu dürfen unterschreiben diesen Vertrag. So, und hier 8 und 9, das ist jeweils noch mehr als eine Woche, da brauchen wir überhaupt nichts. Aber hier Butter bei die Fische gespeichert, Entscheidung getroffen. So, dann steht ja eigentlich fest, was wir machen. Nochmal kurz checken, wer hier schlafen muss. Es ist halt dumm, dass Dimitri und Elio eigentlich Schlafbedürfnis haben, aber die müssen jetzt durchmarschieren bis Cambria.
So, hier die gleich durchfahren. Halt! Durchfahren geht natürlich nur, wenn ihr auch im Truck sitzt. Jetzt bitte durchfahren, während Trupp 2 sich dahin begibt. Ja, und da kommen wir auf jeden Fall. Oh, da, der Donners Truppen. Das sind aber nur 8. Was machen denn die anderen dann da? Das waren, glaube ich, 12. Das waren insgesamt 20. Es kann sein, dass das eine in Alma ausgebildete Patrouille ist, die hier den äußersten Nordosten kontrollieren sollen. Aber dann gucken wir uns das da erstmal an. Zwei Elite sind bei, aber der eine stirbt schon bei denen. Ich habe gedacht, die wollten zum Flughafen, muss ich ehrlich sagen. Aber es scheint ja verlustfrei auszugehen, ne? Na, hervorragend. Reguläre Miliz wurde zu Elite-Miliz. So, dann können wir die Milizen wieder umpositionieren. Hier fehlt einer, da, so. Jetzt wird ein Schuh draus. Hier sind jeweils 20 reguläre, hier sind 6 Elite und 14. Ja, Drassen ist gut gesichert. Müssen wir da ja, wie sieht das eigentlich in Cambria aus? Da haben wir auch schon Elite-Milizen stehen. Gut. Gutes Kämpfchen. Logbuch aktualisiert. Wahrscheinlich nur die Informationen über eine Verteidigung, ne? Ja. Na dann, auf ins nächste Kämpfchen hier. 6 gegen 8, das ist jetzt nicht mehr so ganz eindeutig. Biff und Flo, Biff arbeitet wieder, aber hier können wir. Ach, die anderen beiden schlafen eh noch. Gut. Feind ausgemacht. Bereit halten. Ja, wir machen uns bereit. So, dann automatischer Kampf nicht. Wir gehen mal in den Sektor. So, wo setzen wir ein? Möglichst da, wo wir gutes Schussfeld haben. Ecken bietet sich ja immer an. Die Seite, die linke Seite, was dagegen spricht, ist wenig Deckung für uns. Die Bäume bieten viel Deckung für den Gegner. Hier sind wir relativ schnell in Deckung hinter dieser Baumreihe. Gegner kann da Deckung suchen, aber ich denke, das ist auf jeden Fall besser als da. Ein zentrales Einsetzen halte ich immer für ungünstig, weil man nach links und rechts decken muss und natürlich nach unten, während man, wenn man hier jetzt einsetzt, nur nach unten und schräg links. Also nehmen wir hier. Und dann Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. haben wir gleich ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. So, dann Alt-Z. Gruppen schleichen. So, der wäre es natürlich für Fox, wenn wir sie hinlegen, könnte das gerade so gehen, dass sie da am Baum vorbeischießt. Der hat nur eine Kurzwaffe, der ist nicht ganz so wichtig. Da kann sich auch jemand anders drum kümmern. Um Fox hinlegen zu können, brauchen wir, muss Grizzly da aber weg. Das heißt, wir können Sheriff. versuchen, Wolf hier hinzubringen. Und ich möchte den Kampf eigentlich noch nicht sofort eröffnen. Hoffe immer noch, dass wir erstmal in Ruhe aufbauen können. Ja. Grizzly. Das ist ein bisschen weit für dich, sagst du, ja. Dann geh erstmal hinter den Baum da.
Yes. Bitte einmal nach unten gucken. Da ist nichts. Da, da. Hier haben wir Igor. Mittelfristig hinter den Baum. Kurzfristig erstmal nur zwei Felder nach vorne hinlegen und tatsächlich nach unten decken. I'm ready. Yes. Hier hätten wir zum Spotter machen, dass wir die Fähigkeit mal versuchen auszunutzen. Palzi würde ich hier gerne zwischen Grizzly und Igor positionieren. Bei Fox überlege ich, ob ich die sogar noch ein Feld zurückbringe. Bin bereit. Mache ich auch. Oh, den sieht sie gar nicht. Okay. Müssen wir einmal rumkugeln bei Fox? Ja, wir müssen einmal rumkugeln bei Fox. I'm ready. Vorher aber Iris. Würde ich gerne in die Richtung. Von da erwarte ich die meisten Gegner. Und dann... Oh, wie war denn das? Alt, Rechtsklick. Diverse Spotter. So, und bin dann bereit. Fox einen rumkugeln und nochmal Gewehr in Anschlag bringen. Jetzt sieht sie beide. Und dann hoffe ich, dass wir noch nicht gesehen, gehört wurden. Ja, sieht gut aus. Die Frage ist, investieren wir noch eine zweite Runde oder legen wir los? Wie gut ist ein Wolfsschuss da auf den... Ist brauchbar. Wie sieht denn das bei Grizzly aus? Ist nicht ganz so gut. Hier. Palzi braucht man nicht überhaupt nicht gucken. Igor hat eine ganz andere Richtung, die er abdeckt. Hier ist es auch. Bin bereit. Was sehen denn die Gegner eigentlich? Nee, das ist normale Sicht, würde ich sagen. Da ist nichts mit Optik. Wenn wir Iris in der Spotterrolle lassen, der Bonus greift ja erst nach ein paar Runden. Dann muss Igor auf jeden Fall nach Süden decken, denn wir können, die Spotterrolle wird ja korrumpiert, sobald wir ihr es irgendwie mal aufrichten, drehen, in eine andere Richtung gucken lassen und so. Dann würde ich sagen, dann denke ich, dass wir noch warten, bis der Spotter-Bonus da ist. Müssen wir die Leute noch weiter vorwärts bewegen? Für Palzi wäre es ganz gut. Auch bei Igor wäre ich eigentlich, hätte ich gerne ein Stück weiter vor. Grizzly auch sogar. Obwohl Grizzly liegt da eigentlich aktuell noch gut. Nee, wir machen erstmal nichts. I'm ready. So, jetzt ist das Spotter-Symbol da. Wie groß ist Fox-Schuss auf diesen Kerl? Das wird ein ziemlich schwieriger Kopfschuss. Ich neige eher zu einem Torso-Schuss, damit er sicher angedengelt ist. Und der geht daneben. Auch noch einen hinterher. Der hat natürlich überhaupt nichts gebracht. Okay. Wir sind in einer Situation. Braucht der einen? Komm. Der ist auf jeden Fall weg. Super Wolfi. Cool. Grizzly sieht jetzt niemanden. Wie ist Grizzlys Sichtfeld?
liegt auch nicht gut. Wir können, glaube ich, den Stealth Mode ausschalten. Palzi sieht den noch, aber Palzis Schuss dürfte erbärmlich sein auf den einen dachte. Naja, leicht. Bei Grizzly. Ja. Wenn der jetzt näher kommt, Grizzly sieht ihn nicht. Ich würde Igor in dieser Runde tatsächlich da die Richtung nochmal ausrichten. Wie weit ist der für dich? 3 Felder außer Reichweite. Das müsstest du eigentlich hinkriegen. Und das war super. Das hat dem auf jeden Fall ordentlich gekostet. Dem geht schlecht. Ja. Nee, ich lass Grizzly da. Wir haben nicht viel. Ich höre. Wolf hat nicht viel zum Unterbrechen und aus der Richtung wird ein bisschen was kommen. Ist okay erstmal. Der ruft jetzt Verstärkung und verpieselt sich. Enemy present. Ja, das dürfte ein bisschen weit weg für Grizzly sein. Ja, 16 Felder außer Reichweite. Danke, dass wir darüber gesprochen haben. Da. Ja. Ich höre. Oh, schade, ich hätte jetzt mal gucken können, wie weit der noch weg ist für Grizzly, aber das habe ich ja leider verschenkt gerade. Palzi, welche Reichweite? Die könntest du riskieren. Sauber. Palzi ist halt doch der Beste, ne? Das habt ihr alle gewusst. Ich sowieso, aber ihr jetzt mit Sicherheit auch. Da kommt ein Schwarzhemd. Oh, der ist aber flott unterwegs. Noch ein Schwarzhemd. Wir haben einen abserviert, einer liegt im Sterben. Das heißt, 6 Gegner, nee, 7 Gegner noch. Für die Spotter-Rolle gibt es, glaube ich, auch Erfahrungspunkte. Da. So, Wolf sieht nur den. Igor sieht nur den Wolf. Aber Igor müssen wir auch nach Süden gucken lassen, mal wieder. Und ich bin gewillt, ihn einen reinkrabbeln zu lassen, denn der da stellt ja nun gar keine Gefahr dar. Wolf sieht einen, und zwar den da. 4 Felder außer Reichweite. Letzte Aim-Level bringt nichts. Verwundet ist okay. Ja. Grizzly sieht 2. Er sieht auch den, aber Grizzly hätte ich auch gerne erstens ein Stück weiter drin. Denn Igor ist ja von der Seite jetzt schon ein bisschen angreifbarer. Krabbel mal rein, Grizzly. Hast dann nur noch 41. Die sparen wir für den Interrupt. Hier. Palzi darf ich sich an dem da versuchen. 8 Felder ist zwar ganz schön außer Reichweite, aber dem geht's auf jeden Fall schlecht. Und dann haben wir Fox noch. Und die sieht doch hier Major Hyrax. Optimale Reichweite für sie. Riskieren. Nee, ich mag keinen Kopfschuss riskieren. Lieber eine ordentliche Verletzung. Und dann ist auch gut hier. Hier. Wenn der jetzt natürlich spotten kann. Na, nee, der bleibt da hängen. Der hat nicht mehr so viel. Sir. Wolf.
Ach, das ist der Verwundete. Der ist mir eigentlich sowieso relativ egal. Palzi AP technisch ein bisschen dünn. Ich höre. Der wäre für Wolf jetzt interessant. Wolf liegt da hinter dem Baum. Das wird ein schlechter Schuss. Nee, das lohnt nicht. Ist die AP nicht wert. So, jetzt Grizzly. Liegt da. Könnte gehen. Der ist mir eigentlich egal. Ich würde den Starken gerne andengeln. Ist aber kein guter Schuss. Probieren trotzdem. Ich höre. Wolf. Mit dir das gleiche, Wolf. Nee, lieber mehr AP in der nächsten Runde, um wieder gescheit feuern zu können. So, wie sind denn die gegnerischen Sichten? Warte mal, wer sieht denn den da? Könnte Grizzly sein, ne? Nee. Fox. Bin bereit? Palzi? Ja. Der guckt nicht weit genug. Okay. So, dann jemand, der die da sieht. Nee, ist alles gut. Wir sind auf jeden Fall außerhalb der Sichtweiten noch. I'm ready. Ihr seht 4, für die ihr einen Spotter-Bonus bereitstellt. Das sind genau die. Hier. So, Palzi, meinst du, du kriegst den? Könnte zwischen den Bäumen durchgehen. Dem geht's schlecht, dem auch. Und du bist der Einzige, der den hier gescheit sieht. Nimm ruhig 2 Schüsse. Sauber. Super. Da. Igor, drehe ich jetzt diese Runde wieder rein. Weil von Süden noch nichts droht. Sobald wir den Spotter-Bonus von Iris nicht mehr brauchen. Bin bereit. Letzte brachte tatsächlich noch was, ne? Ja, marginal. Boah, das ist natürlich nicht gut. Ich höre. Wolf. Schwierig einzuschätzen, ob das... Ich sage, es geht nicht vorbei. Ich probiere da erstmal einen sauberen Einzelschuss. Letzte Aim-Level brachte nichts. Und da hat er sich doch erstmal einen gefangen. Der ist gefährlicher. Leider nicht. Da. Igor dürfte arg weg sein. Arg weit. 6 und 3. Ja, man kann es ja trotzdem probieren. Gegebenenfalls ein bisschen Unterdrückung in die Richtung. Oder so. Danke. Vielen Dank. Vielen bitte. I'm ready. Nee. Da. Auch nicht. Da. Es sind noch deren 5. Einer stirbt. 1, 2, 3, das heißt, einer fehlt. Bin bereit. Diese dämlichen Bäume da, du hättest sie auch bewegen können, Palzi. Ja. Wolf hat den letzte Runde gut getroffen eigentlich. War mir zumindest wo so, aber es kann auch mal wieder das Kurzzeitgedächtnis sein. Sehr gut. Cool.
dann siehst du den da noch. Einen starken Hauptfeldwebel. Den leider da, nicht. Balzi sieht zwei. Einmal den da, für den er sich nicht mal drehen muss. Aber der ist natürlich reichweitentechnisch extrem weit weg. 14 drüber. Dann machen wir mit Palzi ein bisschen Zielschießen. Oh, super. Um die Gegneranzahl auch richtig darstellen zu lassen. Ja. Grizzly sieht auch den, aber Grizzly hätte ich gerne für den Verwundeten, wenn der vorwärts kommt. Da, da. Igor, genau. Ah, Igor würde ich... Eigentlich muss mal wieder jemand... Es fehlt ja eine. Und... Ist aber okay. Dann warten wir auf den gegnerischen Zug. Bin bereit. Und da ist der letzte. Das heißt, wir haben alle drei, ne? Ja. Und mit der Erkenntnis... Ach nee, ist eine Unterbrechung. Wir beenden den Zug auf jeden Fall noch, aber Folge endet halt gleich dann. Ja. Grizzly. Können wir doch mal versuchen, den Herrn da ein bisschen Schmerzen zuzufügen. Hier. Palzi 31 hier. AP. So, und jetzt ist deren Zug beendet. Und beendet ist dann damit auch diese Folge. Wir wissen, wo die letzten drei Gegner stecken und werden den Kampf dann beim nächsten Mal hoffentlich erfolgreich beenden. Und wo wir bei hoffen sind, ich hoffe natürlich, dass euch diese Folge dann auch gefallen hat, ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, und würde mich wie immer freuen, wenn ihr ein Like und gegebenenfalls ein Abo dalassen würdet. Bis dann, euer Palzi.